einen wunderschönen guten Abend an ihm vorne. Six All in the Mix. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute hier, Santa Monica, Los Angeles, Kalifornien. Ich bringe euch mal ein bisschen näher heute zum Santa Monica Pier. Mal sehen, was hier so abgeht. Ich sehe Sonnenuntergang, ich sehe einen riesengroßen, also Riesenrad. Dann sehe ich Strand. Ja, auch genauso wie bei Venice. Schaut euch das mal wie auf einer Postkarte, meine lieben Freunde. Heftig, der Strand mit den ganzen Wohnsiedlungen. Und ich sehe mich, der euch gleich führt. Ich würde sagen, bevor das jetzt hier beginnt, ja, das ganze Video. Ihr seht, wie voll das Ganze ist. Bevor es beginnt, Daumen nach oben, abonnieren, aktivieren, kommentieren. Und jetzt würde ich sagen, los geht's. Folgt mir auf meine Reise durch den Santa Monica. Durch die Santa Monica. Wir sind an Santa Monica. Santa Monica Pier. Und los geht's. Viele sagen, ey Bro, du kommentierst sehr oft mit, ich würde sagen, oder dies, das oder Ananas. Ich meine, gefällt es dir nicht? Da sind viel mehr YouTuber. Guck sie dir an. Hier ist schon wieder Action, Alter. Aus dem Nichts. Ja. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was hier so läuft. Hat mich schon immer interessiert. Das letzte Mal, als ich hier war, vor 3 Jahren. Gut auch vielleicht zum Filmen und euch zu zeigen, was hier so läuft. Ja. Ja, was soll ich sagen, Alter? Ballert. So sieht das Ganze hier aus. Ja. Und ja, was soll ich sagen? Ja. Ein paar G's habe ich gerade auch gesehen, die so geguckt haben. Die denken, ich bin ja auch Mexikaner oder sowas. Aber ich bin keiner. Ja, also, was soll ich sagen? Das sieht echt sehr, sehr cool aus. Der erste Eindruck. 360 Grad. Natürlich sind das hier krasse Preise. Ich würde hier auf jeden Fall nichts kaufen, weil das alles hier überteuert ist. Aber das ist einfach so ein Pier hier mit verschiedenen Pubs und Geschäften. Das heißt, du kannst hier essen, du kannst hier Klamotten kaufen, du kannst hier eigentlich alles haben. Und deswegen bin ich hier, um euch das zu zeigen. Wir laufen bis zum Riesenrad, bis ganz vorne und dann gehen wir wieder zurück. Dann gehen wir vielleicht nochmal in die Einkaufsstraße ganz hinten. Da gibt es ja auch Santa Monica, so eine Art Passage. Da kann man einkaufen gehen. Aber jetzt erstmal seht ihr hier, was hier so abgeht. Ne? Auf dem Pier hier. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt, aber das Ganze nennt sich Santa Monica Pier. Ja, Freunde. Mal sehen, was wir hier so erleben. Ja. Auch entspannt. Venice Beach fand ich auch sehr entspannt. Mal sehen, ob das hier das, mit Venice Beach stoppen kann. So. Ich finde Venice Beach immer noch ein bisschen besser. Ja. Auch wenn es in der Nacht so hot ist. Ja. Ja. Heftig, die sprechen Türkisch. Hätte ich nicht gedacht, dass es die Türken gibt. Ja. Türken sind überall. Was gibt hier? Shrimp Company. Also Klamotten. Was gibt es hier noch? Police Station. Polizeistation. Ja, Leute, die gesucht werden. Sehe ich gerade auf dem Plakat. Spätkäufe. Verschiedene Läden hier. Auch interessant. Fahrradverleih. Ein paar andere Sachen. Ein paar Obdachlosen wieder. Ne, also es gibt schon einiges. Ach, guck mal hier, eine Reeperbahn gibt es hier. Wie nennt man das? Eine Achterbahn gibt es hier auch. Ja. Ja, die Preise sind natürlich outrageous, Alter. Die Preise sind. Die Preise sind heftig. Ja. Also was ich da sehe, 6, 7, 8 Dollar pro Pommes oder so, schon hart. Ey. Was will ich sagen? Auf jeden Fall sieht sie gelangweilt aus. Allein am Handy. Sehr gut. Was soll ich sagen? Ah, hier guck mal, so eine Spielhalle, die kannst du spielen und alles drum und dran. Auch sehr interessant für Jüngere und so, ne? Auch geil. Einkaufen, spielen, trinken, essen. Alles, was du willst. Obdachlose, sehr, sehr viele auch an der Ecke. Ja, sehr, sehr viele. Ja, sogar ein asiatischer, habe ich noch nie gesehen. Heftig. Ja. Heftiger Typ. Asiatischer Obdachlose. Krass, Mann. Wir sind jetzt direkt am Pier. Wir gehen jetzt bis zum Ende nach vorne. Und dann, ja. Halt, Gio.
Ach so, PSG. Ja. Klamotten. Alles drum und dran. Alles. Ja. Eine Achterbahn aus dem Nix. Und hier essen auch die Leute zum Beispiel. Ja. Eine Achterbahn und hier kann man sich was zu essen holen, oder was? Aber das Futter ist überteuer. Auf jeden Fall viel zu teuer alles, ja. Schaut euch das an. Ach, hier sind wir schon beim Riesenrad, das ging ja schnell. Ja? War gar nicht so weit so. Pacific Park. Ist aber ein kleiner Park, oder? Geht so. Ja, gut, für Kinder halt, ne? Aber für mich ist das jetzt, für mich ist das jetzt nichts, ne? Aber wunderschön, guck mal hier, wie auf der Postkarte nochmal. Leute, chillen. Er macht Shows. Ja, vorne. Sehr gut. Heftig, an jeder Ecke ist irgendwas hier. Auf jeden Fall auch an der Seite. Sehr viele Sachen. Wollen wir direkt zum Riesenrad und dann da vorne? Ja, wir gehen mal ganz kurz direkt zum Riesenrad. Boah, man spürt das Wasser, es ist überkalt. Ja, keiner da tut so Quatsch. Was soll ich sagen? Auf jeden Fall. Der Typ mit dem Boot, Alter. Schaut euch das mal an. Ja, das Wasser ist aber echt kalt, Mann. Auf jeden Fall. Santa Monica Pier. Mann. Also hier gerade hier vor dem Riesenrad, Freunde. So sieht das Ganze hier aus. In Santa Monica. Ich finde London ein bisschen besser, ist größer. Aber es geht ja, das geht ja. Dafür hat Amerika ganz andere viele geile Sachen. Historic Road 66, alles klar. Sorry guys, can I please ask you to take a picture of me too? Unless you guys are there. Alle wollen Pictures. Nein. Okay. Auch super geile Atmosphäre. Die Wellen sind hoch, also geht schon. Wow. Ich würde da jetzt nicht reinspringen, Alter. Heftig. Ja, also. Schön, aber wirklich, wirklich sehr, sehr schöne Aussicht. Schaut euch das an. Ja, Mann. Digga, ist ein Traum. Traum. Ist ein Traum. Da hinten ist Venice Beach, ganz hinten von hier aus. Sieht man das ja auch, wenn man da hinläuft, ja. Da sieht man das von hier aus. An der Ecke auch, ne. Da zum Beispiel. Riesenrad. Der Typ ist der geilste Mexikaner. Wunderschön. Da hinten ist Venice Beach. Hier ist Santa Monica. Da ganz hinten bin ich hergekommen. Von dort aus. Geil mit seiner Musik. Hey, ist der geilste. Musik im Rucksack, in der Box. Ja, Hammer. Künstler überall, die Fotos machen. Echt sehr cool. Wir gehen weiter. Ja, wir müssen auch nicht bis ganz nach vorne, oder? Da gibt es nichts. Oder wenn ihr wollt, gehen wir da hin. Scheiße. Ich bin ja schließlich hier dafür da, dass ich die Videos für euch mache. Wow, das ballert richtig. Da würde ich nicht reinspringen. Der Typ. Wunderschöne Location. Location ist wunderschön. Sehr, sehr schön. Die Frau zaubert auch was. Nice. Die Frau malt. Damn, das hat fast umgedreht. Auch einige Leute am Strand dennoch. Das ist das, was ich nicht gemacht habe, weil es mir zu viel ist. Ja, und, ja, aber ansonsten ist es ja okay. Guck mal, guckt euch das an. Heftig, Leute sind auf jeden Fall am Start. Hier sogar die zwei Kollegen sind im Wasser. Ja, also. Zum Glück ist das instrumental, passiert nichts. Vorne wird immer voller, alle wollen nach vorne halt. Ja. Natürlich. Naja.
Ganz nach vorne, ganz nach oben. Da wollen wir hin. Und da werden wir auch hinkommen. Egal, was andere sagen oder denken. Wir schaffen das auf jeden Fall. Ja. Für uns selber machen wir das. So, weiter tiefer mehr ins Meer hinein. Und Leute fischen hier auch, sehe ich. Ja, der Kollege zum Beispiel fischt. Heftig. Die Leute fischen, essen, machen ihr Ding. Souvenirs, Karten, alles Mögliche hier am Start. Aber wir haben auf jeden Fall schon ein paar Deutsche getroffen. Ja. Der Typ macht Feiern oder was? Ja. Finish today? Ah, you just came. Start, yeah, okay, okay. Ja, yeah, der ist begonnen, Alter. Ich sag's dir, finish. Okay, okay. Nice, nice. Nice. Enjoy, bro. Yeah, you too, man. Yeah, man. Thank you. Geiler Typ. Ja. Was geht hier ab? Das Orange oder was? Direkt am Pier oder was? Mann. Ganz schön hier. Polizei ist auch gleich mit am Start, oder? Sehe ich gerade. Oder was ist das? Ist das die Polizei? Police steht drauf. Was ist das für Jungs? Sieht aus wie Gangs. Auch sehr, sehr interessant hier. Polizeiauto. Und wir sind jetzt direkt am Pier. Genau vor Ort. Direkt davor vom Wasser. Der Typ mit seiner Gitarre. Ja. Und ja, wir sind direkt auf dem Meer. Leute fischen, chillen. Seht euch das an. Was für ein Traum. Wie auf einer Postkarte, oder? So gesehen. Wir gehen mal weiter. Ja. Heftig, guck mal da bitte ganz kurz. Hinter mir auch. Auch sehr krass. Das ist heftig. Die verschiedensten Leute. Jetzt wird's lauter. Polizeiauto, Santa Monica Police, oder was? Heftig, die haben ihre eigene Polizei hier. Ja, also. Sehen wir jetzt. Also die achten schon auf die Leute hier, auf jeden Fall, dass hier nichts passiert. Wir gehen mal ganz kurz einmal höher noch. Hier nochmal einen Stock höher, um zu sehen, wie es das aussieht. Naja. Aber Deutsche gibt es echt sehr viele hier. Aber jetzt fährt der Typ raus auf Meer. Oh, vielleicht bekomme ich noch kurz. Moment. Schau mal hier, jetzt fährt er raus. Und hier nochmal das Riesenrad. Und ja, hier die Jungs hier vor mir machen Fotos. Sehr gut. Zack. Ein paar Mexikaner Jungs. Ja. Sehr, sehr coole Gegend hier. Sehr, sehr beruhigend. Also gefällt mir sehr die Gegend. Ja. An den Ecken hier wird Restaurants, hier wird gegessen, da hinten. Überall kreisen Helikopter herum. Passt auf die Leute auf. Ja, also Polizei überall. Ja, wir waren direkt, die lachen mich gerade aus. Ja. Wir waren direkt am Ende jetzt. Und ja, was soll ich sagen? Die haben mich gerade ein bisschen ausgelacht, aber was glaubt sie? Alles klar. Ja, der ist ein bisschen am Ende gewesen. Ja, obdachlos. Mit ein bisschen mentalen Problemen, so weißt du. Die Obdachlosen haben meistens mentale Probleme hier. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ups, an den Drogen. Six, du weißt nicht, woran das liegt? Das liegt an den Drogen. Okay, der Typ startet jetzt mit seiner Musik. Ne? Da hat er vorhin gesagt, dass er startet. Yeah, bro. He started. Er hat die Musik angefangen zu starten. Er macht jetzt seine Show hier am Pier, Santa Monica Pier. Ja, geiler Typ. Let's see, look.
No, look at all that shit. Bro, sie sagt zu ihr einfach Bitch. Einfach so aus dem Nix. Ja. Heftige Wellen auf jeden Fall, ja. Ja, das ist der Santa Monica Pier, Freunde. Wir wollen vielleicht nochmal in die Einkaufsstraße. Soll ich vielleicht nochmal ein einzelnes Video machen? Ich weiß nicht. Ja, die Jungs chillen erstmal hier. Die spielen erstmal. Ja. Nice. Die spielen erstmal, Alter. Ja. Keiner guckt sich an gegenseitig. Die spielen einfach. Gucken nur ins Handy. Sehr gut. Einmal muss ich ein Foto machen, Santa Monica Pier, Freunde. Ja, auf jeden Fall. Ja, heftig, auf jeden Fall die Gegend. Sehr, sehr heftig. Und ja, mir gefällt das. An der Stelle mache ich erstmal einen Cut. Wir sehen uns in der Passage von Santa Monica. Weil ich möchte ganz genau mal die Drohne starten und ein Foto machen. Also, bis gleich. Ist nur ein Schnips entfernt. Achtung. Am geilsten ist, der junge Mann blockt gerade hinter mir. Aber alles, was ich habe, ist ein Handy. I block too. That's the thing. Bro, all you need is this, bro. Look. All you need is this. You don't need the camera. You need everything. Yeah, you need everything. This is a 4K. Nice, nice. This is 4K. 4K 60. Oh, yeah, because we got to 12 to 13. Yeah. It's a wide angle. Yeah. And I just sold my camera. It looks better, honestly. Yeah. Yeah. But actually, I'm carrying my camera out. That's a guy, too. Hey, what's that thing? Have a nice time, bro. Bye bye. Geiler Jeep. Er sagt, es ist mir egal, deine Kamera ist besser, aber es ist mir egal. Ich sage, ich mache alles auf dem iPhone. Was ist meine? Also, wir checken mal ganz kurz weiter, was da so abgeht. Ja. Der Typ ist der Geist. Freunde, wir gehen kurz jetzt zum Shoppingcenter. Mal sehen, was da so abgeht. Okay, Freunde, Kamera ist wieder an. Der Typ war echt sehr, sehr laut. Jetzt gehen wir mal weiter, gucken uns das an. Ja. Ich hoffe, alles gut bei euch. Don't be jealous, man, don't be. Ja, Bro, was soll ich sagen? So läuft das hier. Mit einem Hund aus dem Fenster. Heftig. Santa Monica Pier. Wir gehen jetzt Richtung Shopping Center. Bla, bla, bla. Bin sehr gespannt, was da so läuft. Ja. Checken wir mal ab. Ich hoffe, wir sind hier richtig. Ich glaube, wir sind hier richtig. Guck mal, hier ein Obdachloser hat seinen Zahn verloren. Ja. Love ist, was? Answer. Okay. Liebe ist die Antwort. Stand drauf auf dem Schild. Ja. Tja, was soll ich dazu sagen? Hat er wohl recht, der obdachlose Mensch. Und ja, wir gehen rüber. Wir gucken uns das an. Ich hätte jetzt voll Bock noch einen Milchshake, aber heute nicht mehr. Wir gucken mal ganz kurz, was da so läuft. Wir wollen ja zum Einkaufen gehen und nicht zum Rumeiern gehen. Ich meine zum Gucken gehen und nicht zum Einkaufen gehen. Wo war die Meile hier? Shit, schon wieder rot. So sieht das Ganze hier aus. So, man. It's everything done? Well, technically the mall's open till 8 o'clock. Yeah, okay. But there are some places that are still open till 7. Of course, all other stores are still open except for the food court. So, it's almost like finished everything. I just came too late, bro. Yeah. Oh, man. Yeah, a lot of stores are closing at 7 these days. No worries, I'm anyway poor. Oh, okay. Yeah. No worries. Have a nice day. Have a nice day. Yeah, you too. Thank you, thank you. Okay, die Straße hier. Sehr gut. Einer der größten Einkaufsstraßen. Nicht die teuerste ist in Beverly Hills. Aber hier einer der größten in Los Angeles. Santa Monica Pier. Shopping Mile nennt sich das. Ja. Wie ihr seht, baue ich das jetzt einfach mit ein. Ja. Und dann, wenn was ist, haue ich wieder ab. Ja, die Mädels sind vorhin mit mir gelaufen. Und jetzt sind die auch wieder da, ja. Okay. Once again, see you. See you again. Yeah. Nice. Okay. Was geht ab? Die Shopping-Mile. Ja. Checken wir natürlich die Sache ab. Guck mal, hier kann man Autos kaufen. Hier geht noch ein paar anderes ab. Santa Monica gehört zu den sichersten Plätzen in Los Angeles. Einer der sichersten Plätze in Los Angeles. Und ruhige Plätze. Vor allem ruhig, ja. Schau mal hier, ein alter Käfer aus Deutschland. Der Wagen. Ja, wunderschön. Da direkt am Strand. Hier teure Autos, Luxuskarossen. Hier das Shopping Center. Der Bus hat mich fast gesmoked. Aber die Energie ist auf unserer Seite. Ja. Nee, haben die schön. Schön haben die es hier. Kenne ich ja auch schon. Hier, für euch mache ich das. Ja, Santa Monica, allerdings kenne ich ja. Ich bin ja. Moment.
Ich bin richtig gelaufen, ja. Sonst wüsste ich ja nicht den Weg. Ja. Das gibt es nur einmal hier. Und ja, super entstanden. Geil. Mit so einem kleinen Brunnen an der Seite. Ganz easy. Ja. Leute gucken einen an, wenn man mit der Kamera rumläuft. Aber mir ist das egal. Der Typ war Shopping, Digga. Hier auch noch ein paar Lichter kriegt man eigentlich am Abend. Hier machen die Lichter an wie am Weihnachten, Alter. Ja, oben. Wenn es dunkler wird, kommen auch ein bisschen Lichter mit rein. Aber jetzt erstmal wollte ich erstmal hier vorbeikommen und euch das zeigen, was hier so abgeht. Ja. Hollister sehe ich gerade. Hollister ist schon richtig out. Habe ich schon so lange nicht mehr gesehen, irgendwo. Diese T-Shirts mit den Vögeln drauf. Keine Ahnung. Ja. What's up, man? Oh yeah, I'm trying. Thank you, man. What's good up? Yo. What's going on, bro? Yo. Say hello to Europe, man. Yeah, we're in Europe. Yeah, Germany. Oh my god, we're in Europe right now? Yeah. Hello? Yeah, in Europe right now. Leute aus Kalifornien. Are you originally Californian? Yeah. Yeah? Well, where in Germany are you from? I'm in Germany from Berlin. Oh, nice. The capital city of Germany. Yeah, I've been to Berlin. Yeah, but I'm not originally German. I'm mixed, you know. Yeah. So nice, man. This is the shopping mall of Santa Monica. Yeah. Yeah, I've been in the pier, now I'm here, and almost nobody's here, bro. Yeah, I know. But still, like, shops are open. Yeah, it's because people said, also, it's cold today. I said, they're cold? For me, I'm freaking, like, it's very cold in Germany. Still, like, 20, 20, like, 15. So you must be burning up. For me, it's like, bro, yeah, I go on a night. I go on a night like that because everybody's in awe. I need a jacket. Cold. I have a really, bro? On, yeah. It's just freaking hot to me, bro. It's like, bro, like, nice. It's a nice weather now. Yeah. In the evening, everybody take jackets. I just go out like that. I just eat ice cream from McDonald's. Like, you know, it's crazy. Yeah. Yeah, okay. Have a nice time, guys. Man. Don't drink and drive, right? Yeah. Yeah, I got you. Hey, this is cool gewesen. Yeah. Die neue Jugend aus Kalifornien. The next generation. Warum trägt sie eigentlich eine Maske, Alter? Die bescheuert? Hier trägt übrigens, hier, zur Information, hier trägt fast keiner eine Maske. Wirklich fast keiner Sau. Keiner kümmert sich darum. Auch nicht im Bus oder irgendwo mit den Öffentlichen. Egal wo man ist, keiner trägt hier eine Maske. Wirklich. Fast keiner. Also die sind nicht so wie in Deutschland, so ein bisschen hängen geblieben. Wie in Berlin. Ja. Und was soll ich sagen, Alter? Vibes. Santa Monica Shop, Alter. Hier Apple Store einfach so an der Ecke aus dem Nichts. Ja. Das geht hier unendlich. Wir wollen natürlich jetzt nicht die ganze Gegend hier abfilmen, Alter. Sonst hat es ja gar keinen Sinn. Mehr. So viel muss nicht sein. Ich war hier. Darum geht's ja. Ich war hier. Und das Allergeilste ist, du kannst in den Apple Store mit rein. Hier ist es scheißegal, ob du mit dem Video mit reingehst, ja? Mit dem Handy reingehst. Das juckt die gar nicht so. Bei uns in Deutschland darfst du nicht filmen. Hier darfst du rein. Beweise ich euch. Ja? Ist echt sehr, sehr gut. Ja. Gefällt mir sehr. Also hier sehen wir natürlich Apple Store. Seht ihr? Keiner sagt was. Heftig. Wir müssen jetzt aber nicht die ganze Zeit zu sehen. Wir werden auch wieder weggehen. Echt heftig, was so abgeht. Episode Santa Monica Folge. Geht schon ab. Verschiedene iPhones, verschiedene Sachen. Ist riesengroß hier auf jeden Fall. Ja, also das ist nicht so klein. Ist ein großer Shop. Ist auf jeden Fall sehr, sehr groß. Ja? Heftig. Episode. Die haben gerade geguckt, weil ich das Handy drauf hatte, was ich da mache, Alter. Aber ja, ich filme mit dem Handy. iPhone 13 Pro Max. Du brauchst keine Kamera mehr. Ultraweitwinkel ist heftig. Das ist mein Geheimnis übrigens. Was für eine Kamera hast du? Ich werde öfters gefragt. Junge, ich filme mit dem 13er. Ich bin Künstler. Ich mache aus dem Nichts etwas. Ich brauche keine 5000 Euro Kamera. Brauche ich echt nicht. Grüße ihn raus an Lukas an der Stelle. Lukas, der die Food-Videos macht. Na, naja. Ja, was gibt's hier sonst so? Ja, Obdachlose natürlich. Ja, ihr seht wieder einen. Heftig, wie hoch die Obdachlosenrate ist. Du siehst wirklich am Tag mindestens 50 Obdachlose. Mehr, Digga, 100. Über 100 siehst du jeden Tag. Das ist schon heftig, Alter. Also, das ist schon ein anderes Level hier mit den Obdachlosen. Hier habe ich mir mein Eis gekauft. Erinnere ich mich dran. Ja, komm, hier beenden wir auch das Video. Das war es dann auch schon mit dem Shop, mit dem Santa Monica Video sozusagen. Ja? Vielleicht holen wir uns nochmal gleich ein Eis oder was? Ja? Ich habe voll Bock auf Eiscreme, Alter. Ja, sieht echt sehr gut aus. Hello. I think she first. Okay, sie hat Handschuhe an. Okay. Are you vlogging? Yeah, I do my video. Oh, yeah, nice. About Santa Monica Pier in the shopping mall and greets from Europe, Germany. Oh, wow, that's awesome. Yeah, Germany is in the house. Germany is in the house. Yeah, how about the ice cream? You want gelato? Yeah, I like, is it tastes nice? Very delicious.
Yeah, you do it yourself or you just buy it? No, we make it in our Culver City location and they deliver it to us daily. Okay, also die machen das selber in ihrer Location, produzieren das und bringen es hier. Nice. Okay. Okay, see, I have to translate my channel is like on on German, but yeah. I mean, you know, if I'm here, I wanna get an ice cream. I just wanted to do it anyway. Okay, what flavor do you I hope you have better ice cream than McDonald's. Oh, 100%. Yeah. Great. McDonald's is no, but sometimes the McFlurry is nice. I mean, you know, especially if you're in Cali, you smoke because the smoke thing is very forbidden in Germany. Oh, really? Yeah, you can't smoke weed? Yeah, they lock you up. Oh, really? It's illegal. Oh. It's illegal, but in, well, welcome to California. Yeah, habt ihr gehört? Ah, shit. Yeah. Nice, nice. Yeah, also hier ist legal alles. Yeah. So I take hazelnut, you know hazelnut? We have chocolate hazelnut. Chocolate, oh yeah, nice. Chocolate hazelnut, why not? Okay. Yeah. That's it? Chocolate hazelnut and I would like to take something fruity. Wait. Raspberry, lemon or strawberry? Lemon or, what would you take? The strawberries are most popular. Okay, so I take that one as the second one. Thank you. Thank you. Ja, Freunde, heftiger. Heftiges Ding. Zum Schluss nochmal Eis essen. $8, zwei Kugeln. That's next level. Because it's Santa Monica, right? Yes. Oh, wow. So one ball is like $4? It's $6.50. The second one is $1 more, so $7.50. Oh, wow. $6.50. Yeah. Next level vibes. Yeah, of course. It has to be. I mean, how is the economic now? Everything goes up again or just still? It's still bad. Still bad, right? Really bad. So you feel it? Yeah. Oh, wow. I got you. So stuff go up also, the prices? Yeah, everything. Die Preise gehen nach oben hier auch in den USA. How about California? The same thing, yeah? Okay. Thank you. Thank you. Please, no coin money. Okay. It's okay, like that. Thank you. I hate these little coins. Oh man. You like them? I don't even know why you have them still. Yeah. It's almost done, so. Yeah. Yeah, it's crazy. Thank you. Yeah. Thank you. Have a nice evening and schönen Feierabend. Yes. In Germany we say have a nice ending of the work, like schönen Feierabend. Feierabend. Yeah, just say it again. Schönen Feierabend. Feierabend. Yeah. Schön. Schön. Feierabend. Feierabend. All right. Thank you. Have a nice time. Bye bye. Don't drink and drive. Yeah, I don't drive. Ice cream aus Santa Monica. Ja. Freunde, das war's auch schon mit dem Video. Ich verabschiede mich von euch. Haselnuss-Schokolade. Ja, Mann. Und Chinesen wieder am Start. Überall. Ja. Freunde, das war's mit dem Video. Danke fürs Zugucken. Mein Name ist Six, All in the Mix und bis zum nächsten Mal. Ganz wichtig, Daumen nach oben, abonniert, aktiviert und kommentiert, was haltet ihr von dieser Reise? Ja? Und ich musste gerade auf eine alte gucken, gebe ich auch zu. Ja. Mann, was hier los ist. Gebe ich doch zu, ich bin nur ein Mann, was ich meine. Ich bin draußen vor dem Apple Store Santa Monica. Six All in the Mix. Peace out. Bis zum nächsten Mal. Danke für die Reise. Danke fürs Folgen. Und wir hören uns. Peace.